Hallo. Dann geht's mal ab in den Gulli, oder? Denn ich denke, auch wenn ich nicht weiß, wie er den Ich Gullideckel hebe den aufbekommen Deckel hat. an. Es riecht, als ob darunter ein Abwasserkanal Nein, läge. wirklich, auf die Idee wäre niemals jemand anders gekommen. Aber ich denke, dahin wird der Clown entflohen sein. Deswegen, wie gehe ich. Oh, hier unten stinkt's. Verleibel. Was für ein Gestank. Was liegt denn da hinten? Als ich den Plastikball aufhebe, wird mir klar, dass er eigentlich im Gesicht getragen werden Eine sollte. Clownsnase. Es ist die rote Nase des Clowns. Sag ich doch. Alter. So, gehen wir mal nach da hinten. Und noch mal ein Stück vom Clown, oder was? Ich hob das nasse Taschentuch auf. Es war kalt und fettig wie alte Essensreste. Muss ich das wirklich mitnehmen? Das klingt so ekelerregend. Ich nehme den Stofffetzen und mache ihn vom Haken ab. Hallo. Bleib genau da stehen! Du Kanalratte! Ich wusste, dass du nochmal zurückkommen würdest. Und jetzt habe ich dich! Wovon reden Sie? Sie sind eingebrochen! Kommen Sie sofort da raus! Bin nicht Das versuche ich eingebrochen. ja gerade. Geben Sie mir Ihre Hand. Mit so simplen Tricks legen Sie mich nicht rein. Kommen Sie mir nicht zu nah, Monsieur. Okay. Sieht ihm eigentlich Also, sein Anzug was hatten aus? Sie da zu suchen? Ich bin auf der Suche nach einem Clown. Einen Clown. Lächerlich. Soll ich Ihnen das etwa wirklich abkaufen? Er hat eine Bombe gelegt in einem Café. Er hat es hochgejagt. Was? Das Café? Hochgejagt? Mon Dieu! Das ist schrecklich. Und Sie Das sagen, ist der Täter schrecklich. war als Clown verkleidet. Was für Das ein stimmt. böser Er hat das Clown. Café in die Luft gesprengt, ist in die Kanalisation geflohen, hat sich umgezogen und ist hier herausgekommen. Mon Dieu! Dann könnte der Mann, den ich verfolgt habe. Glauben Sie, er und der Clown sind Möglich, wo ist er denn ein und langgelaufen? derselbe? Naja, also daran habe ich schon gedacht. Das erklärt immer noch nicht, was Sie da im Gully zu suchen hatten. Sie könnten ja genauso gut sein Komplize sein. Oh nein, ich bin ein einfacher Tourist. Die meisten Touristen begnügen sich mit dem Eiffelturm, dem Louvre oder dem Pigalle. Ich wusste gar nicht, dass meine Abwasserrohre so eine Ja, ich Sehenswürdigkeit bin sind. halt Hobbydetektiv. Lass mich doch. Erzählen Sie mir von dem Mann, den Sie Ich will geschnappt mehr über haben. den Clown Was gibt es wissen. da groß zu erzählen? Ein typischer Verbrecher. So wie Und Sie. hör auf mit den Vorurteilen. Echt, ohne Kennen Sie die Witz. Kellnerin aus dem Café? Sie ist doch nicht etwa verletzt, oder? Nein, es geht ihr gut. Dem Himmel sei Dank. So ein armes kleines Ding wie die ist ja nie sicher, solange sowas wie sie auf den Straßen rumläuft. Verstehen Sie mich denn nicht? Ich bin kein Gangster, ich bin ein amerikanischer Tourist. Das behaupten Sie? Trug dieser Kerl, den Sie gesehen haben, eine Aktentasche? Darauf habe ich nicht geachtet. Also verschwinden Sie jetzt, Ist so eine oder muss ich die Aktentasche Polizei rufen? so schwer zu übersehen? Sagt Ihnen der Name Plantin etwas? Nein, gar nichts. Wer ist das? Der Mann, der in der Explosion umkam. Ich werde den Schuldigen zur Strecke bringen. Ich werde ihn finden, und wenn ich in jeden Gully, in jeder Stadt in Europa kriechen muss. Da hat aber Bravo! einiges vor. Sie brauchen ein paar vernünftige Stiefel. In den Tretern werden Sie nicht weit kommen. Schauen Sie sich mal diese Pappnase an. Die habe ich noch nie im Leben gesehen. Was sagt Ihnen dieses Tuch? Nichts, Monsieur. Das ist einfach abstoßend. Warum zum Henker zeigen Sie mir dieses Zeug? Jemand hat da seine Nase geputzt. Ne, Sympa? Erkennen Sie dieses Material? Ich erzähle Ihnen überhaupt nichts. Warum nicht? Erkennen Sie dieses Material? Ich erzähle. Vielleicht möchten Sie einen Blick auf meine Karte werfen.
Was ist denn das? Inspekteur Augustin Ressant? Was heißt das hier? Mort dezentral? Mord dezentral. Mm. Die Tinte ist etwas verschmiert. Okay. Dann sind Sie also kein Tourist. Okay, ich habe Sie angelogen. Ich bin kein Tourist. Tut mir leid. Oh, entschuldigen Sie sich nicht, Monsieur. Ich bin ein französischer Polizist. Ich hatte gleich so ein Gefühl. Beziehungsweise Mordinspektor. Und da kennt man die auch an meinem französischen Akzent. Ihre Haltung. Ja. Oh ja, diese stolze Haltung eines disziplinierten Mannes. Einfach unverkennbar. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich war sehe in der Armee, es. Wissen Sie? Als ich in Ihrem Alter war, habe ich um mein Leben gekämpft. In der Wüste von Afrika. Wie kann ich Ihnen helfen, Inspekteur? Afrika? Hallo, okay. Erzählen Sie mir von dem Mann, den Sie geschnappt haben. Oh, das war ein ganz übler Bursche, Monsieur. Er nahm mich in den Schwitzkasten. Dann war sein Gesicht plötzlich ganz dicht vor meinem. Sein Griff war wie eine stählerne Klammer. Aber er hatte ja keine Ahnung, womit er sich da angelegt hatte. Oh nein! Er hatte den großen Fehler gemacht, sich mit einer der Wüstenhyänen anzulegen. Ja, ja, ich verstehe schon. Was? Aber mal gucken, ob er jetzt einen Aktenkoffer dabei hat. Eine Aktentasche? Aber ja, sicher! Hielt sie an sich gedrückt wie ein kleines Baby. Die gehörte seinem Opfer. Was glauben Sie, was da drin war? Drogen? Gestohlene Juwelen? Das weiß ich auch nicht, aber zumindest glaubte der Mörder, dass es mehr wert sei als ein Menschenleben. Nichts ist so viel wert, Monsieur. Kennen Sie die Kellnerin aus dem Café? Die verdächtigen Sie doch nicht wirklich, oder? Bitte beantworten Sie nur die Frage. Ja, ich kenne sie. Sogar ziemlich gut, würde ich sagen. Sie kam vor 6 oder 7 Monaten ins Café. Ich freue mich immer schon die ganze Woche auf die Entspannung, die Ihr Besuch für mich bedeutet. Mhm. Entspannung. Wirklich? Dann würden Sie sie vermissen, wenn sie nicht da wäre. Mary? Wen sollte ich denn sonst finden, der mir die Fußnägel schneidet? Sagt Ihnen der Name Plantard etwas? Nein, gar nichts. Okay. Sagt Ihnen die... Aus demselben Stoff war die Jacke, die ich gefunden habe. Das Muster würde ich überall wiedererkennen. Nun, diese Jacke, die Sie gefunden haben, haben Sie sie hier? Nein, Monsieur. Einer der Ärmel war ziemlich zerrissen. Also habe ich sie in die Reparatur gegeben. Eine Schande. Denn ansonsten war das ein erstklassiges Kleidungsstück. Da stand sogar der Name des Schneiders innen auf dem Etikett. Mhm. Was stand da drauf? Wo haben Sie die Jacke hingebracht? Ich habe sie einer herumziehenden Zigeunernäherin gegeben. Ich habe auch immer so ein Glück. Steckte noch irgendetwas in den Jackentaschen? Nicht ein... Wissen Sie, was ich glaube? Nein, sagen Sie es mir. Er hat das Clownskostüm ausgezogen und sich ganz raffiniert als normaler Passant verkleidet. Tja, sieht ja so aus, als hätte ich es mit einem Meisterverbrecher zu tun. Hm. Wie lautete der Name auf dem Etikett? Irgend so ein ausländischer Name. Todrick, glaube ich. Können Sie sich an die Adresse erinnern? Stand nicht drauf, Monsieur. Nur eine Telefonnummer. Bestimmt die gleiche, Schade. Wie in der Zeitung steht. Ich vermute, Sie können sich wohl kaum an eine Telefonnummer erinnern, die Sie nur ein einziges Mal gelesen haben. 74 98 nee. 0 8 59. Das ist doch ein Scherz, oder? Das soll seine Telefonnummer sein? Ja, allerdings. Ein kleiner Trick mit Zahlen, den ich in der Wüste gelernt habe. Ein Tuareg-Schamane hat mir diese Technik beigebracht. Das ist einfach unglaublich. Naja, ganz praktisch. Besonders an der Kasse im Supermarkt. Bekomme ich eine Belohnung? Die Aufrichtigkeit, Monsieur, ist sich selbst Belohnung genug. Da bin ich ja froh, dass ich meine Rechnung nicht nur mit Aufrichtigkeit bezahlen muss. Hm.
Damit habe ich den Gullideckel geöffnet. Ich habe genau sowas auch im Haus. Kann ich schnell mal holen, wenn Sie wollen. Nein, machen Sie sich keine Mühe. Oh, das macht keine Mühe, Monsieur. Vergessen Sie's. Ich versuche ja nur, Ihnen zu helfen, Monsieur. Das merke ich. Ich muss jetzt wieder los. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Die Bürger von Paris können heute Nacht ein wenig ruhiger schlafen. Wirklich? Ich habe nur meine Pflicht getan, Monsieur. Viel Glück, Inspekteur. Ich hoffe, Sie schnappen den Killer bald. Ja. Kann sich nur um Stunden handeln. Aber ich habe mit dir jetzt auch... Also ist der Clown über die Kanalisation genug Zeit verplempert. Auf den Vorplatz wieder aufgetaucht und dann hier in die Straße geschlüpft. Es ist nicht viel, aber immerhin mehr als die Bullen haben. Ah, was haben wir denn hier? Okay. Die Telefonnummer habe ich mir jetzt natürlich nicht aufgeschrieben. Poste Police Café. Ja, das ist das, wo wir wahrscheinlich gerade eben sind. Dann würde ich doch mal sagen. Gehen wir mal daher. Das ist nur irgendwelcher Polizeipapierkram. Ein Steckbrief. Ein Steckbrief. Verzeihung. Nicht so schnell. Ihre Personalien bitte. Hä? Wozu? Falls Sie einen Unfall haben, dann wissen wir, wohin wir Ihre Leiche schicken sollen. Ja, nee, ist klar. Hören Sie, ist das wirklich nötig? Ich bin hergekommen, um mit Rosso zu sprechen. Ah, warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Er ist nicht da. Aber... Möchten Sie eine Nachricht für ihn hinterlassen? Ich kann Ihnen blaue und schwarze Kugelschreiber anbieten. Ich würde einen blauen für eine weniger formelle Kommunikation empfehlen. Ich würde lieber mit ihm persönlich sprechen. Wie Sie wünschen, Monsieur. Ist Sergeant Mouet da? Was? Möchten Sie ihn sprechen? Ja, bitte. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wann das letzte Mal jemand Monsieur Mouet sprechen wollte. Niemand redet mit ihm, nicht mal seine Kinder. Er ist nicht da, Monsieur. Er ist bei Inspektor Ross. Das ist eine komische Person. Wie Laurel und Keaton. Non, Monsieur? Hardy. Oliver Hardy. Echt jetzt? Hat er sich jetzt gerade... Diesen Stoffetzen habe ich im Rinnstall... Hardy vorgestellt? Vraiment? Er wurde vermutlich vom Anzug eines wahnsinnigen Killers abgerissen. Selbst wenn Sie Sherlock Holmes wären, hätte ich Probleme, Ihnen das zu glauben. Ich bin aber Sherlock Holmes. Ich habe diese rote Nase in der Nähe des Café de la Chandelle Verte gefunden. Eine Clownsnase? Genau. Der Typ, der sie benutzt hat, ist ein gemeingefährlicher Killer. Wenn Sie meinen, Monsieur. Ich habe... Was zum Teufel ist den, das? DNA. Ein Beweisstück. Du Zilfegletscher. Beweis wofür? Mayonnaise-Schmuckel? Das klebrige Zeug ist Theaterschminke. Ah, und das soll mich jetzt fröhlich stimmen, ja? Ich schlage vor, Sie überlegen sich lange und genau, was Sie mit Ihrem Leben anfangen, Monsieur. Ich hau dir jetzt gleich diesen Prügel hier ins Gesicht. Kann ich dir sagen. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ja, oder auch nicht. Telefoniere. Ich ruf mal eine neue Freundin an. Hallo, hier spricht George. Ah, oui. Du hast gesagt, ich soll anrufen, wenn ich helfen könnte. Hast du etwas Neues für mich? Worauf du dich verlassen kannst. Ich habe einen Zeugen gefunden, der mit dem Clown gesprochen hat. Und ich weiß, woher der Mörder seine Anzüge bekommt. Kein Quatsch. Ich bin beeindruckt. Ja, hab ich's geschafft. War ja nicht einfach. Hör mal, hast du keine Lust, zu mir rüberzukommen, heute Nachmittag? Gerne. Wo wohnst du? Rue Jarry Nummer 361. Okay, bin gleich drüben. Komm schon auf den Kaffee vorbei, ich zeig dir auch meine Briefmarkensammlung. Aber ich muss zugeben, es fühlt sich gut an, dass George auch in diesem Fall ermittelt. Trotzdem gibt es Dinge, die ich allein tun muss. Und zwar schnell. Ich brauche die Antworten auf ein paar Fragen. Wer ist der Kostümmörder? Und warum hat er Carchon umgebracht? Warum hat Carchon mich gebeten, ihn zu interviewen? Woher kannte er meinen Vater? Und wovor hat mein Redakteur solche Angst? Hier wird im Geheimen ein Krieg geführt. Aber wer steht auf welcher Seite? Nur eines weiß ich sicher. Ich werde die Antworten nicht dadurch finden, dass ich an meinem Schreibtisch sitze.
Oder auf irgendwelche Telefonanrufe warte. Tja, Fragen über Fragen. George hat angerufen, er hat Hinweise gefunden. Und ich habe ihn am Abend eingeladen. Ein Diner zu zweit. Komm, da jetzt, lass da jetzt eine Maschinenpistole drin sein. Damit ich mich auch ein bisschen zur Wehr setzen kann. Guck mal. Den kennen wir doch irgendwo her. Diese Schatulle hat mein Vater geschnitzt. Es gab nie einen Schlüssel dazu. Der Elefant auf dem Deckel ist das perfekte Gegenstück zu dem auf Carchons Kästchen. Ja, aber ich denke mal... Ja, nein, vielleicht? Okay. Ich denke mal, aktuell kann ich das noch nicht öffnen. So, was haben wir ansonsten noch? Mal zu das Ding. Stampf, 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 Stampf. Auf dem Foto ist mein Vater zu sehen. Papa. Das erste Bild, das ich je gemacht habe. Mit der ersten Kamera, die er mir je gekauft hat. Was ist das da oben? Wir haben keine neuen Nachrichten. Oh, das ist klasse. Oh, Musik. Was ist das da? No, I'm not giving up. Ja, die Musik brauche ich, glaube ich, für später, wenn dann der andere da ist. Ja, und mit diesem Lied, glaube ich, verabschiede ich mich für heute. Und das romantische Diner am Abend dann in der nächsten Folge. Mach's gut, bis dahin.